Moin moin Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mittelerde Mordor Schatten bzw. zu Shadow of Mordor, was sich am Englischen viel cooler anhört. Und ja, nachdem wir im letzten Part oder in den letzten Parts Celines Mann an die Macht gebracht haben, Ukrom, der Metzger, unser Bogenschütze jetzt hier in der Armee, bin ich wieder am Start. Und wir werden uns in den nächsten Parts unserem vierten Häuptling annehmen. Und wie ihr ja schon mitbekommen habt, habe ich ein kleines Konzept ausgearbeitet. Und auch heute habe ich wieder einen Gast dabei, der eingeweiht ist, wie wir jetzt vorgehen werden. Und ja, ich freue mich, ihn begrüßen zu dürfen. Und zwar geht es in den nächsten Parts um den Häuptling von guten Daniel. Grüße. Hallo zusammen. Interessante Auswahl, die man hat auf jeden Fall. Aber naja, ein paar Schwächlinge sind auf jeden Fall auch mit bei. Oh, der Daniel, der shootet hier schon mal gleich gegen die ganzen Leute. Genau, ihr habt ja im letzten Part gesehen, hier unten waren Saurons Armee, Saurons Hauptmänner waren ziemlich, ja, ich würde mal sagen, rar besetzt. Dadurch, dass Celines Typ echt noch viel Machtpunkte aufsteigen musste, haben wir hier gefühlt alles umgebracht, was irgendwie stand. Lol. Und außer hier die letzte Reihe, da haben wir viele von leben lassen, aber hier unten war gefühlt alles tot. Na gut, und, ne? Genau, auch für die Zuschauer sind jetzt hier viele, viele neue Gesichter dabei. Und Daniel hat sich drei rausgesucht. Yep. Und er wird mir gleich, wenn wir dazu kommen, die drei Namen sagen. Dann werde ich, wie in den die neueste Ausgabe hier von Confi sucht den Orkstar, ne? Oder den Super Ork. Ja, dazu müssten wir wahrscheinlich erstmal die Kandidaten durchgehen, nicht wahr? Ja, aber wir sind ja schon dabei. Dann werde ich das Intro, ne? Das Intro wird ja ein bisschen lang gezogen. Dann werde ich meine Meinung zu den Leuten sagen, damit, ja, ich weiß nicht, ob, wie gesagt, ob Daniel da großen Wert dann drauf legt, aber das haben wir bisher immer so gemacht, dass wir dann unsere Meinung dazu gesagt haben. Cooper hat's viel geholfen, weil Cooper meinte, er ist jemand, der kann sich nicht so gut entscheiden. Celine hat von Cooper und mir die Meinung gehabt und hat sich dann noch von zwei weiteren Personen über WhatsApp, glaube ich, noch die Meinung eingeholt. Oh Mann. Ja. Schauen wir mal. Und genau, Daniel. Du hast auf jeden Fall schon mal hier ganz große Sprüche geklopft gerade. Ne? Du hast gesagt, es sind ein paar interessante Leute dabei, aber es sind auch viele Schwächlinge dabei. Ne? Ja, es gibt so Leute, die fangen auch halt zu eitern. Das ist natürlich auch nicht so optimal. Also. Das stimmt, hier der gute Piguk, der Eitrige. Ne? genau, Daniel. Ich würde jetzt gerne von dir wissen, also du bist hier safe, sicher bei deinen drei Leuten, die du dir ausgesucht hast, ne? Ja, die sind zumindest in der engeren Auswahl gelandet, von dem her kann man die eigentlich mal zumindest nehmen, ja. Genau. Einer von denen wird dein Mann. Hoffentlich, ne? Also der wird deine Inkarnation von Ork-Häuptling bzw. Uruk-Häuptling und wird dann hier oben einen der zwei freien Plätze einnehmen, ne? Ja. Okay, du bist hier also sicher. Sehr schön. Dann, Daniel, würde ich von dir jetzt gerne wissen, welche drei Namen hast du dir denn ausgesucht? Ja, wenn man so durchgeht, wenn ich mal so überlege, wer so mir als erstes ins Auge gestochen ist. Es gibt ja so ein paar, die waren weiter oben dran. Ich glaube, den hatte Cooper auch schon mal relativ weit, wie ich irgendwie mal so durchskippen mal mitbekommen habe. Und zwar das Gluk. Der sah irgendwie sehr vielversprechend aus. Der gute Gluk ist es. Oder Gluk, je nachdem. Genau. Gluk Sturmbringer. Ja, genau, der war bei Cooper. Also Cooper hatte auch eine Top 3. Kopa hatte Gluk und damals hieß er, glaube ich, Krimp, der Rüstmeister. Und die sahen, also, ich habe dann meine Meinung zu den beiden abgegeben. Und die sahen von der Rüstung her und vom Look her relativ gleich aus. Ja. Und dann meinte ich so zu Kopa, okay, ich finde Gluk cooler. Und Kopa hat dann Gluk auch unter die Top 2 genommen, aber hat sich dann ja letztendlich, wie wir wissen, für Gunza, Menschenhetzer, entschieden. Dein erster Pick ist also Gluk, der Sturmbringer. Ja, wie gesagt, dafür gefällt mir vor allem irgendwie auch diese Blutwaffe. Die Rüstung ist ganz nett. Sieht ja, er ist tätowiert, ne? Also Kriegsbemalung, Tattoos hat er auch. Yep. Er ist auf jeden Fall ein Badass. Also ich glaube, bei Celine war er auch unter den Top 5. Woran das so liegen mag. Genau. Ich habe den auch die ganze Zeit immer am Leben gehalten. Ne? Die machen ja auch immer so eine Nebenmission, also wo die auf Jagd gehen oder so und rekrutieren. Dabei können die auch sterben.
Oder die duellieren sich mit einem anderen Hauptmann hier von den Leuten. Hier sieht man zum Beispiel, die duellieren sich. Und dabei können die auch sterben und ich habe ihn immer beschützt, weil er vielleicht noch für weitere Leute interessant wird. Und mein Gefühl hat sich gerechtfertigt. Macht Sinn. Dein erster Pick ist also Gluck, Sturmbringer. Sehr wahr, ja. Okay. Dann würde ich sagen, wer ist denn dein zweiter Pick, bevor ich meine Meinung dazu abgebe? Ja, der zweite, da habe ich ein bisschen drüber überlegt, aber ich habe mich, glaube ich, auch einen Bogenschützen entschieden, und zwar Duckzarde, wie er hieß. Ja. Der sah auch ganz vielversprechend aus. Duckzar Reißzahn hier im Hannibal Lecter-Style, ne? Ja, die Rüstung ist halt sehr cool, auch mit dieser Maske dran. Das stimmt, muss ich dir recht geben. War ja bei Celine der Zweitpick, also so einer. Eigentlich war es noch ein anderer, aber der ist auch gestorben. Und also bei Celine muss man sagen, ihre komplette erste Top 3 ist verreckt. Geil. Ich habe alles gegeben, aber irgendwann war mein Kopf so mürbe, dass ich ein paar Sachen verpasst habe und die sind dann halt einfach gestorben. Oh Mann. Also, Pick Nummer 2 ist Duckzar Reißzahn, also bei Daniel. Mhm. Okay. Und was ist denn dein dritter Pick? Und dann gab es noch einen, der hatte noch eine sehr interessante Rüstung, die mir auch zugesagt haben, war nämlich von Hawk. Die war nämlich nur sehr vielversprechend. Oh, der dritte Hawk Pick ist Krähe. Hawk die Krähe. Da mag ich halt persönlich dieses auch sehr vogelangehauchte Krähenmäßige, das hat schon Stil. Muss man ja schon mehr lassen. Das stimmt. Ich gebe dir absolut recht. Hawk die Krähe. Das sind deine drei Picks? Ja. Okay, unter den dreien entscheidet es sich. Mhm. Das heißt, unsere Kandidaten hier, ihr seid leider heute raus bei Konfi sucht den Super-Ork oder Konfi sucht den Orkstar. Stehen erstmal in der zweiten Reihe, außer sie sterben, dann ist natürlich Pech. Genau, also ein paar Leute, die finde ich auch cool, die werde ich wahrscheinlich auch am Leben behalten. Für Moment, jetzt habe ich gespoilert. Ups. Nice. Egal. Kann ich das nachbearbeiten? Du könntest bestimmt den Ton dort rausschneiden kurz, das ist ja nicht so das Problem. Das kann ich tatsächlich sogar wirklich machen, ich habe ein Programm dafür und krieg das ja, auch hin. Okay, wir wissen alle nicht, wer der letzte Guy ist, der sich hier seinen Ork-Häuptling raussucht. Daniel, wir dürfen den Namen die nächsten Parts nicht mehr erwähnen, okay? Okay. Das war ja mal der Oberfail. Das war natürlich stark. Oh Mann. Genau, also ja, dann da. Ist es oh. So, at this moment, Jung realized he fucked up. War wie so 2-3 Sekunden gedauert hat, so, Moment mal. Ich hab erst gedacht, okay, hab ich alle schon mal announced, die sich hier was ausholen dürfen? Aber nein, ich hab's immer als Überraschung gehalten und dann halt euch dazugeholt. Nice. Deswegen natürlich super dumm, dass ich ihn dann hier in diesem Part announce. Deswegen werde ich das rausschneiden, ja. Witzig, wir haben uns jetzt auch anderthalb Minuten darüber unterhalten, obwohl die Zuschauer diesen Sound niemals hatten. Schrecken. Ah, schön. Finde ich schön. Genau, also, Daniel, möchtest du meine Meinung zu deinen Leuten hören? Ja, tu dir keinen Zwang an. Klingt auf jeden Fall durchaus sinnvoll. Okay, also wie gesagt, es geht hier um meine objektive Meinung, ne? Es geht nicht darum, dir irgendwie irgendwas in irgendwelche Hinrichtungen zu drehen. Ich habe sowohl Cooper als auch Celine gesagt, das wären eure Häuptlinge, die sollen euch repräsentieren und es geht hier nur um euch. Also ich werde nur meine Meinung abgeben, wie ich die drei im Verhältnis sehe. Also, fangen wir mal an mit Hawk. Hawk die Krähe. Hawk die Krähe finde ich ich hatte schon öfter so einen Titel mit die Krähe, also ich hatte schon öfter solche Leute mit so einer Rüstung, sowohl Bogenschützen als auch Schwertkämpfer, Nahkampfkämpfer. Und ich fand die Rüstung auch schon immer ziemlich cool. Mir gefällt irgendwie dieser ganze Look, also es passt halt zum Namen. Und die Krähe sagt ja auch irgendwie so ein bisschen was so, ich weiß nicht, so eine Krähe ist ja so auch so ein bisschen Backstep-mäßig, ne? Ja. Yeah. Und die sind so ein bisschen hinterlistig. Und ich mag den vom Look her auf jeden Fall schon mal ziemlich cool. Finde ich den ziemlich cool. Er ist natürlich auch ein Armbrustschütze, also auch ein Fernkämpfer, so wie Ukrom, ne? Wie Ukrom hier oben von Celine schon. Also wir hätten dann zwei Fernkämpfer, aber Fernkämpfer finde ich jetzt, also ich finde es jetzt nicht so schlimm, dass sich das doppelt. Ja, was ich mich so frage, ob man technisch noch auf der Map welche finden könnte, die zum Beispiel andere Waffe haben, so in Theorie zumindest. Und dann diese Rüstung. Ja. Gut, könnte man machen.
Wir müssen halt dann Luck haben, dass dieser Titel halt kommt. Also hatte ich dir ja erklärt, dass ich bei Celine zum Beispiel, ne, bei Ukrom, dem Metzger, 20 Spielstunden gebraucht habe, um nochmal wieder diese Rüstung zu finden. Das war dann halt wirklich belastend. Aber es wäre möglich, wenn du jetzt sagst, du möchtest das unbedingt, weil du den haben willst, du möchtest aber keine Armbrust schützen, dann kann ich mich dann natürlich ranmachen. Dann dauert es natürlich dann, bis wir halt den nächsten Part aufnehmen. Also ist dann ja für dich, ne? Für die Zuschauer ist es nur einen Tag später. Für dich wäre es dann halt ein bisschen länger. Aber ja, Horcticrill, also ich mag seine Rüstung auch auf jeden Fall. Seine Stärken und Schwächen, er kann natürlich auf jeden Fall noch, ich sag mal, was für sich tun, für seine Stärken und Schwächen. Aber das ist ja auch eh überhaupt zweitrangig. Also ich finde schon mal seine Stärken ganz cool. Inspirierende Präsenz ist immer gut. Also Uruks in der Nähe werden dazu ermutigt, auch gleichzeitig mit anzugreifen. Die Sprungblockade, das heißt, man kann nicht über ihn rüberspringen, damit man ihn von hinten angreifen kann. Ist auch immer gut. Als Fernkämpfer auch super selten, glaube ich. Und der Schnellschuss ist auch eine sehr coole Stärke. Hast du jetzt im Spiel noch nicht gesehen, aber hatten wir schon einige Male im Let's Play. Da ballern die wirklich so 4, 5 Pfeile hintereinander weg und du kannst die nicht blocken. Also ja, du kriegst halt echt viel Schaden. Gut, Furcht vor Verbrennen finde ich jetzt nicht so schlimm. Und anfällig für Kampf-Todesstöße ist natürlich auch so eine Sache. Aber wie gesagt, Stärken und Schwächen sind zweitrangig, wie ich finde. Vor allem die Schwächen, also da möchte ich gar nicht so viel Wert drauf legen. Mhm. Aber er könnte auf jeden Fall noch an seinen Stärken ein bisschen arbeiten. Aber wenn du dich für ihn entscheiden solltest und er dann ja aufsteigt, er hat ja eine Macht von 9, wir bringen ihn dann ja auf 20 hoch, dann wird sich hier auch noch einiges tun. Na, okay, macht Sinn, ja. Genau. Aber so vom Look her und so weiter finde ich den auch ganz cool. Auf jeden Fall. Der nächste im Bunde ist Dukza, der Reißzahn. Der hat ja schon zum Beispiel eine Macht von 20. Das sind seine Stärken und Schwächen. Ich weiß nicht, wie es mit seinen Fürchten aussieht, wenn er Häuptling ist, ob er dann immer noch die ganzen Furchten hat, weil da oben bei den Häuptlingen hat keiner eine Furcht. Aber ist ja auch zweitrangig. Dukza Reißzahn fand ich auch damals schon bei Celine ziemlich cool. Sie hat den ja, also so einen mit dieser Rüstung auch als Zweitpick gehabt. Bei Dukza ist es natürlich auch, er ist auch Bogenschütze. Logischerweise, ne? Sieht man ja hier, Armbrustschütze. Und jetzt kann man sagen, das beißt sich hier so ein bisschen mit Horcticrill. Aber ich mag seinen Look auf jeden Fall auch. Also ich finde seine Rüstung hier so definitiv ziemlich badass. Er hat auch noch im Gegensatz zu Ukrom, zu Celines Dude, auch im Brustbereich eine coole Rüstung. Obwohl, hat Ukrom vielleicht unter der Schürze? Doch, sieht aus, als hätte er unter der Schürze. Der hat Knochen. Ja, aber es sieht auch aus, als hätte er unter der Schürze noch so ein bisschen hier, da sieht man Metall. Auf jeden Fall. Genau. Aber der ist auf jeden Fall auch badass und seine Synchronstimme ist halt ziemlich cool, weil die auch so ein bisschen hallig ist. Also, ne, man merkt schon wirklich, dass er so wirklich, ja, man kann sagen, so einen Maulkorb hat, ne? Genau, Dukza, wie gesagt, auch ziemlich cool. Ich mag auch seine Haut. Also, wenn man auch nochmal ausgehen, so dieses Braune gibt es relativ selten unter den Uruks. Es ist eher so dieses klassische Blau oder so, oder dieses Grau oder das Grüne. Genau. Der zweite im Bunde. Auch ein cooler Pick. Und kommen wir zum dritten im Bunde. Zu Glug, dem Sturmbringer. Glug war bei Copa unter den Top 2, war bei mir in den Top 3, war bei Celine in den Top 5. Glug, der Sturmbringer, ist so ein bisschen Sieger der Herzen geworden. Na, gefühlt. Ich habe schon viel über ihn gesagt. Er ist mittlerweile ja auch schon hier kurz vor der Häuptlingsstufe. Hat eine Macht von 20. Ich finde den einfach immer noch, sowohl bei Stärken und Schwächen, ich meine, der ist immun gegen alle fetten Angriffe, was man jetzt auch, klar, wollen wir es nicht so groß hängen, aber das ist schon badass. Also er ist immun gegen alle Fähigkeiten, die ich habe, auch als Krieger. Und er fürchtet sich halt nur davor, wenn er brennt. Was ja auch irgendwie logisch ist. Wer fürchtet sich nicht davor, zu brennen? Nee. Ich finde den vom Gesamtbild her einfach nur sick. Also ich mag seine Rüstung, ich finde seinen Helm geil, seine Waffe ist krank geworden. Die hat er auch nicht so von Anfang an gehabt mit diesen blutigen, das kam auch später dazu. Hier auch mit diesen Zehen am Rücken. Hab ihn ja auch schon einige Male jetzt offscreen geholfen bei seinen Missionen, weil ich den unbedingt am Leben halten wollte, weil ich mir dachte, ja, vielleicht kommt da ja jemand von den zukünftigen Leuten, der ihn noch im Team haben will. Also ich finde Glug auf jeden Fall mega badass. Auch auf jeden Fall ein richtig, richtig cooler Pick von deiner Seite aus. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ich werde jetzt mal einen rausschmeißen und dann
meinen Pick sagen an deiner, also wen ich wählen würde aus den drei Leuten. Da wir zwei Bogenschützen haben, würde ich einen Bogenschützen, also einen von den beiden würde ich jetzt erstmal als erstes rauswählen. Und wir haben ja auch einen Bogenschützen auch schon hier oben. Aber unter deinen Top 3 hast du ja zwei Bogenschützen, deswegen würde ich einen von den beiden auswählen. Also entweder Hawk die Krähe oder Duck Zerreißzahn. Ja. Und da muss ich tatsächlich sagen, würde ich rauswählen. Wie gesagt, das ist nur meine Meinung, ne? Du, naja. Du hast ja deine eigene Meinung und du musst damit nicht konform gehen. Es geht hier gerade nur ums Entertainment. Ich würde wahrscheinlich von den beiden rauswählen. Ich würde wahrscheinlich Duxa rauswählen. Aus dem Grund, ich denke, dass Duxa und Ukrom hier, Celine's Dude, sich schon sehr ähneln. Also die beiden haben schon, wie ich finde, so ein bisschen, ja, so einen horrormäßigen Flair. Also er ist hier der Metzger, ne, so mit den Händen und so. Und er hier so im Hannibal Lecter-Style ist ja auch so Serienmörder-horrormäßig, ne. Und ich glaube, dass wir mit der Krähe, ich glaube, die Krähe, wie gesagt, so hinterhältig, vielleicht so ein bisschen taktisch auch, ne? Nicht so hauruck. So ein Taktiker könnte man noch gut in der Armee brauchen. Also ich würde Duxa wahrscheinlich rauswählen als Nummer 3 und würde die Krähe gegen Gluck, den Sturmbringer, stellen. Und ja, zwischen den beiden finde ich echt eine schwere Entscheidung, weil ich die Rüstung auch ziemlich cool finde. Ich fand die schon immer ganz cool. Zwischen den beiden. Ich würde mich, wenn ich in deiner Haut wäre, tatsächlich für Gluck entscheiden. Aus dem einfachen Grund, ich finde es wirklich schwer, also es ist fast 50-50 aus meiner Sicht. Aber ich würde mich für Gluck entscheiden aus dem einfachen Grund, er war bei Copa unter den Top 2, er war bei mir unter den Top 3, er war bei Celine unter den Top 5 und er wurde nie gepickt, obwohl er echt badass ist. Also er sieht schon echt badass aus, so ein Dude will man eigentlich wirklich in seiner Armee haben. Wir haben mit meinem Typen, also Gunzer ist ja eher so der Dolch-Typ, ne? Der ist so der Abstecher, der hat einen Dolch und Bolg, der hat auch ein Schwert. Also wir haben jetzt so einen Abstecher, so einen Assassinen in Gunza, wir haben einen Bogenschützen mit Celine's Dude und wir haben einen Schwertkämpfer mit meinem Typen. Ich finde, wir könnten noch jemanden vorne direkt an der Front brauchen, weil Gunza und Celine's Ukrom, die werden sich wohl eher so im Hintergrund halten. Gunza wird so die hinterhältigen Aktionen machen und Celine's Armbrustschütze logischerweise im Hintergrund, ne, der kämpft nicht an vorderster Front. Ich glaube, wir müssen die vorderste Front noch ein bisschen stärken und da ist momentan nur Bolg alleine. Und ich glaube, Gluck, ich habe ihn ja jetzt auch schon viel gesehen, ich habe ihn ja immer am Leben gehalten in seinen Missionen. Der ist echt badass, der hat's wirklich drauf. Dazu kommt, dass er gefühlt gar keine Schwäche hat, sondern sich nur vor Verbrennen fürchtet und unfassbar krasse Stärken hat, auch wenn man darauf jetzt nicht guckt, aber wenn es um Details geht, guckt man auch darauf. Und da ist natürlich bei Hawk, Moment, noch viel Potenzial nach oben. Aber ich würde, wenn ich in deiner Haut wäre, wahrscheinlich Gluck bringen. Verstehe. Oder ich würde Gluck in die Armee bringen. Wie gesagt, das sind einfach so die Gründe, die ich dafür hätte. Und ja, das wäre mein Wort zum Sonntag dazu. Jetzt, Daniel, jetzt kommen wir dazu. Jetzt hast du meine Meinung gehört. Jetzt kannst du ja vielleicht nochmal, wenn du möchtest, kurz sagen, ein, zwei Sätze zu jedem, warum du ihn gepickt hast, also was du ganz cool an ihm findest und was du vielleicht nicht so cool findest oder was dir so ein bisschen fehlt an ihm. Und dann kannst du anfangen, nach und nach erstmal einen zu eliminieren und dann dein Guy uns offen zu legen. Ja. Mit wem möchtest du denn anfangen? Fangen wir vielleicht mal so mit Duxa an, weil... Mit Duxa fangen wir an. Das ist das Ding, da stimme ich dir in vielen Punkten zu, so die Rüstung ist halt sehr nice. So gegen Bärenkämpfer habe ich halt auch gar nichts, auch wenn ich sagen würde, wahrscheinlich wäre mir Frontkämpfer vielleicht auch lieber. Aber ich verstehe schon, wo du herkommst. Aber trotzdem muss ich sagen, dass ich persönlich sagen muss, ich mag das Design von ihm, auch die Hautfarbe ist cool. Deswegen das. Aber ich muss sogar schon mal sagen, das kann ich jetzt schon sagen, ich habe schon überlegt, ob er drin ist oder nicht. Und ob, wo er quasi landen wird. Und ich muss halt jetzt so, wenn ich drüber nachdenke, sagen, das kann ich jetzt schon mal sagen, er wird rausfliegen. Er wird rausfliegen?
Ja. Okay, interessant. Also Duxa wird wahrscheinlich, also Duxa ist quasi der Erste, der sogar rausfliegt. Ja, in der gleichen Argumentation wie du, der ist halt zu dem anderen schon sehr ähnlich. Zu Ukrom So, hier, ne? ja, sehe ich halt ähnlich. Deswegen warst du mich dann raus, wo ich sagen muss, ja, der fliegt halt dann jetzt raus, so. Ja, witzig. Also Celine hatte ja auch wirklich Top 1 war hier so einer mit so einer Rüstungsschürze, ne? Und Top 2 war bei Celine der hier. Also hat Duxa jetzt auch quasi hier zum zweiten Mal. Er entwickelt sich zum neuen Glug. Hat er zum zweiten Mal hier den Kürzeren gezogen. Okay, Daniel. Dann würde ich aber, bevor du jetzt, also haben wir jetzt ein Finale zwischen Glug und Hawk, die Krähe, ne? Ja. Dann würde ich aber, bevor du jetzt uns dann gleich announcest, einfach nur ohne irgendwie groß zu sagen, okay, der wird's wahrscheinlich oder der wird's wahrscheinlich Ja. nicht, einfach So nur wird mal es von dir auch hören, in. was du genau cool an dem Ja, findest. wollte ich eh so machen, aber ich wollte Okay. halt quasi nur schon mal einen eliminieren, weil da war es halt auch relativ klar jetzt. Okay. Aber ge gehen wir aber vielleicht mal zu Hawk. Hawk die Krähe. Okay, gehen wir zur Krähe. Wie gesagt, Hawk ist halt einer, da gefällt mir das Design unfassbar gut. Ich bin ja eh so ein Mensch, ich mag ja so dieses vogelmäßige Design, auch hier dieser fast schon Vogelnase, alles halt schon mega fett so. Muss Ja, ich sagen, definitiv. mich stört es halt auch ein bisschen dran, dass er vielleicht einen Bogen hat. Das ist ein bisschen doof, weil zwei Bogen, ich weiß ja nicht, ob das so gut ist. Ich meine, der eine, der Assassine, wird schon der Frontline sein, aber der wird halt sehr sneaky agieren. Von dem her, ich verstehe schon, wo du herkommst. So, aber ich sehe das halt nicht, dass er sich hinten halten wird. Das macht von Assassinen halt auch nicht Sinn. Der wird sich eher so versuchen, im Mittelfeld zu bewegen und da einzelne Ziele zu eliminieren. Ja, Aber. vielleicht wird er sich zu Beginn eher im Hintergrund halten und dann wird er ja auch irgendwann auffliegen mit seinem Hinterhalt und dann wird er wahrscheinlich auch Naja, eben. im mittleren Dings kämpfen. Er hat ja auch Ja, noch eben. seine eigene Armee, also an Untertanen, die er ja auch noch da mit reinbringt, ne? Ja, klar. Genau. Ja, erzähl Aber. weiter. Wie gesagt, das mag ich halt extrem so. Wenn man sich mal so die Fähigkeiten und so, klar, da ist er noch nicht so stark, aber mich würde es vor allem bei ihm interessieren, so, ja, in wohin entwickelt er sich? So, Ja, ich meine, so, definitiv. er wird auf jeden Fall stärker werden, das ist auf jeden Fall schon sehr vielversprechend und das mochte ich eigentlich an dem, so die Mischung aus dem, so, das Genau. ist eigentlich alles, was ich mit dir zu sagen habe. Was ich dir noch sagen kann, wir haben keine Garantie, wie sich das entwickelt. Also Naja, das dachte ich mir schon. wir haben jetzt schon ein paar Leute beobachtet und wir haben halt schon wirklich gemerkt, dass sich hier noch einiges getan hat. Vor allem auch jetzt bei Ukrom, bei Selins Typ, nach und nach, je mehr er aufgestiegen ist, desto mehr kam hier an Stärken auch zu. Das war vorher alles nicht da. Naja. Der hatte vorher, glaube ich, auch irgendwo, wo er Furcht vor hatte, wo er in Panik geraten ist und jetzt ist er halt furchtlos. Weißt du? Und ich habe keine Ahnung, wie sich das entwickelt, wie viel dazukommt. Das kann ich dir wirklich leider nicht sagen, das kann ich dir nicht garantieren. Aber ja, der wird sich auf jeden Fall wahrscheinlich noch, also der wird sich auf jeden Fall noch entwickeln, da kommt noch was dazu. Naja. Wir wissen halt nur nicht was. Ja, gut. Gut. Und dann nochmal zum Abschluss. Good luck, ne? Genau, zu Glug. Glug-Sturmbringer. Zu ihm muss man sagen, ja, ich stimme an vielen Punkten zu, dass Rüstung ist badass. Ich mag diese, vor allem diese Axt, diese blutige, extrem gerne mit den Knochen Ja. dran, die ist schon ziemlich nice. Ist fast schon wie so ein ja, Meißel irgendwie, ne? Irgendwie ist ja Ja, schon, gefühlt ach, keine schon. Ahnung, so ein spitzes Ding. Das ist ja nicht mal irgendwie so eine Klinge, sondern das ist ja einfach nur rein in die Gegner Löcher bohren. Ja, vor allem, das ist ja auch so eine Waffe, die kannst du eigentlich auf beiden Seiten führen. Du kannst ja halt richtig diese Knochen hinten dran halt dann auch in einen reinrammen. Ja, Das ist auch ziemlich nice. definitiv. Also du kannst Eben. quasi erstmal so einen Vorhandschlag machen und dann im gleichen Dings das Ding aus dem Fleisch vom ersten Gegner rausziehen und dann um sich rumschwingen und mit den anderen vier hinten weiter attackieren. Wenn wir hier mal auf Jo. Monster Hunter Style gehen, Ja, stimmt. ne? Genau. Ja, erzähl weiter. Ja, wie gesagt, ich mag halt irgendwie auch diesen Totenkopf oben drin. Sein Helm ist halt ziemlich nice mit dem Totenkopf und diesem Hirschgeweih. Das hat schon irgendwie Stil. Absolut. Das Einzige, was mich an ihm stört, so ein bisschen, ist halt so ein bisschen das Gesicht. Ich bin halt nicht der größte Freund seines Gesichts persönlich. Da war das Ich Ding werde so. sofort gleich ranzoomen, wenn er sich umgedreht hat. Das kann ich auch schon mal sagen, bei Hawk war es mir so ein bisschen die Rüstung, weil da war ich mir unsicher, was ich da nicht mag, in welche Richtung die geht, ob die gut wird oder schlecht wird. Das ist da, was ich dazu kritisieren hatte. Ja. Hier ist halt, hier ist persönlich das Gesicht, ich bin nicht so der größte Freund des Gesichts, mit diesem noch quasi nicht mehr vorhandenen Nase und diesen ganzen Narben drin. Bin ich nicht der Gru Celine, kurzer Fun Fact. Celine wollte, also ihr erster Schürzenträger hatte auch keine Nase. Und wir haben am Anfang auch immer noch drauf geachtet, von Leuten, die mich umgebracht haben, so ein bisschen vom Look her. Irgendwann war uns das egal. Aber am Anfang haben wir da auch noch drauf geachtet und sie feiert das richtig, dass die Leute keine Nase haben. Die steht da mega Lol. drauf. Nur mal kurz als Ja, Fun Fact. ich halt nicht, aber Ja, egal. natürlich. Ist ja auch Geschmackssache.
Ja, und wie gesagt, das hast du auch schon erwähnt, sodass er gefühlt keine Schwächen hat, ist er extrem stark. Also ja, und seine Stärken, also muss man nochmal hervorheben. Das sind alles meine drei Hauptfähigkeiten: Fernkampf, Schleichangriffe und halt Kampfangriffe, ne, und Todesstöße. Das sind wirklich alles meine Hauptfähigkeiten und er ist immun gegen alle. Das ist halt insane. Ja, die Frage ist halt nur quasi, wie sich das gegen andere Gegner dann entwickeln würde. Das ist halt genau das, was ich mich dann halt frage, so persönlich. Aber ja. Also theoretisch, wenn wir jetzt sagen würden, die machen Duell, wäre er gegen die Pfeile von Hork immun. Weil das Fernangriff ist, ne? Aber ja, klar, natürlich. Wie wird sich das auf andere Orks halt beziehen? Das stimmt auf jeden Fall. Das ist halt das, was ich überschätze. Gut, das ist so das, was ich eigentlich zu dem auch noch zu sagen hatte. So persönlich fällt mir da auch nicht mehr zu viel ein. Okay, Daniel. Wir sind tatsächlich auch schon bei 26 Minuten. Mhm. Und wir haben ein Duell zwischen Hork die Krähe. Es wäre der zweite Fernkämpfer im Team. Und Glug den Sturmbringer. Mhm. Puh, schwierig, schwierig, schwierig. Wie gesagt, habe ich ja schon gesagt. Deine Entscheidung, Daniel, deine Entscheidung. Ja. Wie gesagt, Dupza ist halt komplett raus, aber es ist echt schwer. Die sind bei mir fast, wie bei dir schon, hast auch schon erwähnt, aus fast 50-50. Ja. Aber ich muss halt sagen, bei mir hat es dann im Endeffekt da noch die Rüstung ausgemacht und die finde ich halt bei Hork extrem stark, krass. So, was mich halt so, wie gesagt, noch ein bisschen an dem stört, ist halt der Fernkämpfer. Da könnte man halt überlegen, ob man noch einen suchen möchte, der halt noch irgendwie ein Schwert oder sonst hat. Aber ich weiß nicht, wie lange es dauert. Ja, eben, das ist halt das Ding, von dem her, das ist dann deine Entscheidung, ob du darauf zu zulassen. Also, ich würde auch leben mit Fernkämpfern, aber das ist doch so die Art, auf den ich mich dann einlassen würde. Ich weiß nicht, wie die Rüstung aussehen würde. Also, du würdest dich für Hork entscheiden oder für Glug? Für Hork dann jetzt. Also Hork wäre dein Mann? Ja. Ich weiß nicht, wie sich die Rüstung entwickelt, ne? Ja, eben, das, aber wie gesagt, das interessiert mich. Das ist der Grund, warum ich mich zu entschieden habe. Wir gucken, wo geht der hin, so. Theoretisch. Über Glug wissen wir halt schon alles, aber hier, gucken wir mal. Theoretisch, ne? Ja, eben. Wenn wir jetzt sagen, ich werde mit dir im nächsten Part ihn kontrollieren. Ja. Wir bringen ihn zum Häuptling. Wir lassen ihn aufsteigen. Ja. Wenn du jetzt sagst, seine Entwicklung gefällt mir nicht, die Rüstung ist jetzt nicht so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja. Und er ist ja auch Fernkämpfer. Mhm. Und du sagst, na, finde ich nicht so cool. Dann können wir den umlegen. Jupp. Und dann können wir immer noch auf Glug zurückgreifen, wenn du möchtest. Ja, das klingt nach einem Plan auf jeden Fall. Wollen wir das so machen? Ja. Dann ist deine vorläufige Entscheidung Hork die Krähe. Mhm. Und wir werden den im nächsten Part kontrollieren. Wir werden dann einen Verrat planen auf einen von den beiden hier oben. Also erstmal wird er die Leibwache von einem von den beiden hier. Und dann wird er den verraten und dann wird er den umlegen und dann steigt er hier auf. Und wenn du sagst, okay, ist okay, oder du sagst, nee, so habe ich es mir nicht vorgestellt, dann werden wir entweder gucken, ob wir ihn noch auf Macht 20 bringen. Also dann ändert sich nichts mehr an Rüstung, ne? Naja. Wenn er da oben steht, dann hat er seine Endrüstung quasi erreicht. Das ändert auch nicht mehr, wenn die Macht ansteigt. Wenn du sagst, ist okay, lassen wir ihn da. Wenn du aber sagst, nee, ich möchte doch lieber Glug, dann will Glug seinen Platz einnehmen. Ja, passt. Denk nur so ab. Machen wir das so. Ja. Alles klar. Dann, Ladies and Gentlemen, unser nächstes Ziel, ich werde ihn markieren, Hork die Krähe. Im nächsten Part werden Daniel und ich uns auf die Suche machen, hier auf der Map, da oben, in dem Gebiet ist er irgendwo. Da teleportieren wir uns hin, wir werden ihn kontrollieren, wir werden ihn zum Häuptling aufsteigen lassen und wir werden gucken, ob er letztendlich dann auch nach Daniels Geschmack ist. Yep. Machen wir so, ne? Passt. Dann, Daniel, hast du gleich die Schlussworte. Ich bedanke mich für diesen Part schon mal fürs Zusehen. Die dritte Ausgabe von Confi sucht den Super-Ork ist vorbei, ist zu Ende. Vielleicht noch mit einem kleinen Hintertürchen für unseren zweiten Kandidaten, für unseren zweiten Finalisten. Das werden wir dann aber erst in zwei Parts sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal, Daniel, dass du dabei warst. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Haut rein und ciao. Jo, dann bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer gucken mal, ob der so wird, wie es mir vorstelle. Wenn nicht, dann war es vielleicht für dich schneller vorbei, als du gucken kannst. Aber mal abwarten. Aber ja, mal gucken, wie es wird. Ich sag nur, danke fürs Zuschauen, man sieht sich. Bis dann.